Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Borderlands 3 Weapon Show. Ja, heute habe ich wieder eine Waffe für euch aus dem zweiten Raid und zwar einen Raketenwerfer von Children of the Vault und zwar Globetrotter. Brrr. Oh, wow, nicht Globetrotter. Ich weiß nicht, ob der immer in Eis kommt. Bisher wurde mir nur im Eiselement gedroppt. Wir spielen hier wieder, wie im vorherigen Video erklärt, ohne Mayhem-Modus, denn es ist immer nur eine prozentuale Skalierung, die immer gleich ist, ob die Waffe jetzt im 0 Mayhem gefarmt wird oder im Mayhem 10, dann sind es immer nur die Prozente eben obendrauf gelegt, beziehungsweise die Waffe ist halt immer angepasst fürs jeweilige Mayhem. Sprich, ich spiele jetzt gerade Mayhem 0, habe keine Wächterringe drin, da sieht man, ob die Waffe was taugt. Wenn sie hier was taugt, dann taugt sie auf Mayhem 1, was man jetzt da bekommt. Errater. Ihr versteht, was ich meine. Ich muss da schnellstmöglich durchkommen deswegen. Und wenn ich meine, da ist was Brauchbares dabei, dann kann ich das für meinen persönlichen Bildern noch da erfahren. In erster Linie geht es in diesem Video einfach nur darum, dass ihr rausfindet, wo ihr die Scheiße herbekommt. Mehr nicht. Und ob sie was taugt, ob es die Mühe wert ist. So. Ah, neuer Raketenwaffe. Von Children of the Vault. Der Globetrotter. Um Allenheim, Fritur, Hylpia, Führer, Mick, keine Ahnung, was das für ein Flavortext ist. Es ist ein Eisraketenwerfer. Wir spielen auf Mayhem 1. Um das Ganze halt eben, damit die Gegner nicht auf Level 18 sind, sondern damit sie wirklich auf mein Level sind hier dann. Ne? So. Schwierig, du. Schwierige Waffe. Die erinnert mich an Sawbar oder sowas. Und es ist eine Raketenwaffe, der halt eben so Scheiben schießt. Also, wenn man mit trifft, ne, dann killt er natürlich. Aber das ist, wie sage ich, das ist so eine Lucky Punch Waffe. Komm mal her, du. Du stehst gerade günstig. Wenn du halt was killst, seht ihr, dann habt ihr hier diese Pfütze. Und ich weiß gar nicht, was passiert ist. So, seht ihr? Wenn etwas stirbt, dann kommen diese. Ich verstehe das gerade nicht. Ich habe die Waffe off-cam getestet oder so. Hoffentlich geben mir die Muni wenigstens nicht aus. Vom Schaden her. Ganz ehrlich, sucht er was anderes. Das Ding ist einfach... Ihr braucht einen Raketenwerfer, der verlässlich ist. Und das Ding ist einfach zu random. Finde ich persönlich. Meine Meinung. Wir droppen das Ding übrigens vom Märtyrer hier von Scourge. Vom neuen Raid-Boss, vom Invisible Scourge. Der Unbesiegbare. Also, wenn er was mit trefft, zieht er dann kommen... Dann teilt sich die Scheibe nochmal in zwei auf, die dann eben auf das Ziel herabfällt. So. Ah. Wieder da. Jawohl. Und da ist noch eine Feuer komischerweise dabei gewesen. Das muss ich nicht verstehen. Verwegen. Naja, gut, verwegen. Mein Action-Skill hüpft, aber. Nee. Kein Plan. Aber ihr seht, was sie macht. Schießt halt drei solche Scheibenprojektile aus sich raus. Wenn ihr was damit trefft, spawnt zwei Scheiben in die Luft, die dann senkrecht nach unten fallen und das Ziel treffen. Schaden ist ganz okay, aber durch dieses Datzen eben, ne? Dann nehme ich doch lieber einen Raketenwerfer, mit dem ich präzise treffe und mache halt einfach dann auch dementsprechend Schaden, wie Yellow Cake. Ja, der wurde genervt mit dabei, aber ist immer noch brauchbar. Ist immer noch gut. Oder Nukem, oder. Es gibt ja genug Raketenwaffe. Und nur zur Erklärung nochmal, insofern ein Legendary kein Mayhem-exklusives Ding ist, wie die manchen, die es im Mayhem 6 nur zum Erfarmen gibt, dann ist es für mich eigentlich relativ sinnlos, wenn ich nur ein Showcase mache, das Ding direkt auch so zu erfarmen auf Mayhem 6, wenn ich das Ding auf Mayhem 6 eh nie brauchen werde. Wenn, dann wäre es für mich auf Mayhem 10 auch nur relevant und da... In der kurzen Zeit so zigtausendmal durchquellen, nein, das tue ich mir einfach nicht an. Zumal man halt eben hier auch sieht, taugt das was? Ja, ist ganz okay. Für einen Raketenwerfer okay. Aber mir wäre es einfach zu random.
Hier, das war jetzt Homing. Sind die dann Homing oder wie ist das? Das lässt sich so schwer erklären. Das Treffen ist dann wieder schon schlimm. So, das fliegt einfach hoch. Und gut ist. Also nochmal. Ja, nee. Spawn einfach nur zwei in die Luft und dann. Ja. Also für Mobs, ja, hey. Es ist ja so eine Fun-Waffe. Und jetzt nichts, wo ich wirklich effektiv nutzen würde. Der Globetrotter. Und wenn ihr möchtet und ihr habt mehr Erfahrung schon bereits darin, ob es die Waffe in mehr Elementen gibt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich kann dazu leider noch nichts sagen. Die Erweiterung ist gerade mal eine Stunde draußen und tut mir in der Stunde komme ich nicht öfters durch, jetzt zweimal maximal und ja. Ja. Ich möchte ja wenigstens ein paar Guides rausknüppeln. So. Na gut, so viel dazu. Das ist ein neuer Raketenwerfer. Ich würde sagen, ja. Vom Schaden her ist er ganz okay. Aber mir ist es zu gimmicky, wenn ich ehrlich bin. Das ist zu viel Randomness drin. Oh, da hat er sogar ein Horn hier seitlich. Ja, lol. Na gut, dann ist das hier der Globetrotter. Farmen könnt ihr ihn vom unbesiegbaren Scourge. Das ist der Raid-Boss, der finale Boss aus dem neuen Raid. Ja, dann, ja, wenn ihr ihn wollt, dann wisst ihr, wo ihr ihn bekommt. Ich bin dann mal raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn dann und tschüss.